Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Es könnte sein, dass es etwas laggt, weil ich irgendwelche Probleme schon wieder mit dem Aufnahmeprogramm habe. Trotzdem, einfach weil heute besondere Skins drin sind, weil heute Halloween drin ist, werde ich trotzdem ein Video für euch machen. Ich hoffe, ihr schaut es euch an. Ich will auch gar nicht lang drum labern, damit ihr euch das Gelege wahrscheinlich nicht allzu lang anschauen müsst. Zumindest hat es die letzten Aufnahmen geleckt. Auf jeden Fall, wir haben heute Kultschuberin drin. In episch hinten mit einem neuen Backpack. Und zwar wäre die Gens. Er hat einen neuen Stil bekommen, und zwar den Brainiac-Stil, beziehungsweise Zombie-Stil. Dann hat Brainiac ebenfalls einen neuen Stil bekommen, und zwar den Ghoul-Trooper-Stil. Ich würde euch Brainiac aber auf jeden Fall dort eher empfehlen, weil Ghoul-Trooper episch ist und im Prinzip genau das gleiche ist wie Brainiac, nur dass Brainiac einfach fast die Hälfte nur kostet. Dann haben wir hier die Ultrasense neu, einmal mit Schimmer und einmal ohne Schimmer, als grüne Spitzhacke. Als nächstes die Schnitzerspitzhacke, so ähnlich wie die vom Renegade Raider. Die müssen ähnlich aus. Dann Knochenblüten als Doppelspitzhacke. Schnitter als altbekannte Sense. Dann haben wir Kuschelschatten als Lackierung. Den Kuschelhorror Skin. Kuschelkralle als Spitzhacke. Und dann haben wir auch wieder den Hohlkopf drin. Schon das zweite Mal dieses Halloween drin. Kleine Schritte als neue Emote. Und das ist ein Synchron-Emote. Auf jeden Fall ganz nice. Kürbislaternen auch noch als Lackierung. Dann Fürchte Flamme als animierte Lackierung. Den Kürbiskämpfer dann auch wieder drin. Grüner Skin mit ziemlich vielen Details tatsächlich. Und Aufheulen nochmal als letzte Emote. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Heute mal ganz kurz. Wie gesagt, ich hoffe, es laggt wirklich nicht allzu sehr. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Video.